Hallo liebe Freunde der Yamaha Tenere 700. Heute will ich euch mal wieder mitnehmen auf eine kleine Tour mit der Maschine. Und wir waren ja letzte Woche schon an einem Aussichtspunkt gewesen, wo ich gelesen hatte, Reuster Turm. Und den habe ich mir danach auch heute als neues Ziel dann quasi vorgenommen. Und unschwer zu erkennen ist der Reuster Turm genau vor uns. Ich hoffe, ihr erkennt ihn bzw. ihr seht ihn. Den werden wir jetzt mal besuchen und ihm einen Besuch abstatten bzw. eine kleine Tour dahin machen. Da drüben seht ihr ihn. Ich will hoffen, dass er frei ist bzw. offen ist. Ich war da schon quasi etliche Jahre nicht mehr gewesen. Das Hauptvisier lasse ich mal offen, damit ihr mich vielleicht noch ein bisschen versteht. Hier drüben ist der Vorfeldsensor. Neues Equipment, Innenblick-Motor, den ganzen Zubehör, die großen Stellen und
gleich hier in dieser kleinen Ortschaft befindet sich auch der Turm, der dem Ort auch den Namen gab, Reus. Ihr seht ja den Turm, der ist ja noch voll in Pracht. Der um 1901 erbaute Bismarckturm ist eine von weltweit nur 168 erhaltenen Bismarcksäulen. Er ist nach allen Seiten exponiert und freistehend und dadurch weitreichender Raumwirkung. Der Reusterturm verschafft durch seine Lage und Präsenz der umliegenden Region und dem Ort Reus einen hohen Wiedererkennungswert und ist beliebtes Ausflugsziel. Im Bereich Denkmalschutz wurden in Ostthüringen im Jahr 2015 Mindestabstände festgelegt, welche bei der geplanten Errichtung von WKA nicht eingehalten werden. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bedeutet, aber... Ein paar Leute sind da. Ob der Turm offen ist. Ob man ihn jetzt quasi besteigen kann, wie den letzten. Turm und Verschönerungsverein lädt ein. Der Bismarckturm ist geöffnet, Ostern bis Ende Oktober, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Achso, da bin ich noch ein bisschen zu zeitig sozusagen. Na, gehen wir mal eine Runde rum.
1602, Anno 2002 steht da. Mal sehen, ob man jetzt so mal eine Runde rumgehen kann. Schade, dass der Turm halt nicht offen ist. Hier sieht man auch nichts weiter. Hier geht es dann hoch. Hier sieht man die Treppenstufen. Vogtland in Thüringen. Und das Vogtland in Sachsen. Ah, Goethestadtbrücke. Da kann man auch mal hinfahren. Da war ich letztens mit dem Raptor, aber mit der Tenere noch nicht. Hier, auf Busterstein können wir mal hinfahren. Ronneburger Schloss, alles schön. Münchendorf, diese überdachte Holzbrücke, ist auch sehr interessant. Ah, es gibt noch genug Ton. Ich weiß auch nicht, was das hier für eine Säule sein soll. Kann man mal kurz hingehen. Station Reust der europäischen Gradmessung und königsächsisches Triangulierung. Triangulierung 1874. Gehen wir nochmal zur Tertafel. Aber das sind wahrscheinlich nur Radwege. Schade, dass er zu hat. Aber vielleicht klappt es ja immer noch, nochmal herzukommen, wenn der Turm offen hat oder offen ist. Achso, bleiben alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde bis auf weiteres geschlossen. Okay. Also macht er auch nicht heute Nachmittag auf. So, hier nochmal die
wunderschöne Yamaha Tenere 700. Nicht wundern, dass sie schmutzig geworden ist, weil ich bin letztens in einen Regen gekommen. Da hat es mich halt auch mal erwischt. Bei einer meiner letzten Touren bin ich genau in den Regenschauer reingekommen. Aber nicht weiter schlimm. So ein bisschen dumpfer klingt sie jetzt schon. Gegenüber dem Tag, wo ich sie gekauft habe. So. Mal einen kurzen Rundumblick. Ich schwinge mich jetzt wieder drauf und mal schauen, was mir als nächstes Ziel vorschwebt. Ich wünsche euch noch eine Corona-freie Zeit. Alles Gute und passt euch auf. Passt auf euch auf. Ne? Alles klar, macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss. Hallo liebe Freunde, der Yamaha Tenere 700. Heute will ich euch mal wieder mitnehmen auf eine kleine Tour mit der Maschine. Und wir waren ja letzte Woche schon an einem Aussichtspunkt gewesen, wo ich gelesen hatte, Reuster Turm. Und den habe ich mir danach auch heute als neues Ziel dann quasi vorgenommen. Und unschwer zu erkennen ist der Reuster Turm genau vor uns. Ich hoffe, ihr erkennt ihn bzw. ihr seht ihn. Den werden wir jetzt mal besuchen und ihm einen Besuch abstatten bzw. eine kleine Tour dahin machen. Da drüben seht ihr ihn. Ich will hoffen, dass er frei ist bzw. offen ist. Ich war da schon quasi etliche Jahre nicht mehr gewesen. Das Hauptvisier lasse ich mal offen, damit ihr mich vielleicht ein bisschen versteht.
liebe Freunde, wir befinden uns jetzt gerade in Polen. Aber es ist nicht das Land Polen, sondern nur eine kleine Ortschaft.
befindet sich auch der Turm, der dem Ort auch den Namen gab, Reusterturm.